Ich habe mir in den letzten Wochen eine Menge neue Sachen zugelegt. Im heutigen Video zeige ich euch ein paar davon. Und natürlich machen wir auch ein paar coole Outfits. Ich würde sagen, wir fangen an. Moin, was geht? Willkommen zu einem neuen Stern am Himmel der Modewelt. Willkommen zu einem neuen Video. Ihr saßt bestimmt die letzten Tage ganz gespannt vorm Handy und habt auf ein neues Video gewartet. Und ich würde sagen, wir leiten das Wochenende heute ganz gediegen ein. Viel Spaß. Wir fangen heute an mit ein paar Hosen und wir fangen auch gleich an mit einem Sahnestück, und zwar der Transition-Hose. Ihr kennt die sicherlich aus meinem Video. Falls ihr sie nicht aus meinem Video kennt, unbedingt im Anschluss anschauen. Der Stoff ist wirklich sehr dick, also richtig gute Qualität. Hinten die Zierende, die sind cool. Das einzige Problem war vor kurzem noch, dass sie mir einen Ticken zu lang war, weil ich die in der Size L geholt habe, weil der Rest ausverkauft war. Das habe ich jetzt eigenhändig behoben und zwar umgenäht. Die stackt zwar immer noch richtig stark auf dem Schuh, aber nicht mehr so extrem, wie es davor halt war. Also da konnte ich ganz schön mitlaufen. Wenn ich die Treppen runter bin, musste ich immer wie so eine Hochzeitsbraut das Ding so anheben, damit ich überhaupt die Stufen richtig treffe, weil ansonsten bin ich die ganze Zeit hinten drauf getreten. Deswegen fit jetzt nochmal optimiert und ist jetzt endgültig meine Lieblingshose. Ich bin jetzt auch langsam in einem Alter, wo es auch immer öfter mal vorkommt, dass man zu feineren Anlässen muss. Und da kann ich natürlich nicht so oft kreuzen. Deswegen habe ich mir vor ein paar Wochen das Hemd von Affected geholt. Der Fit ist wirklich sehr, sehr stark. Also das ist auch das, was ausschlaggebend war für mich, um mir das Hemd dann am Ende zu holen. Hier ist das gute Stück. Auf der Vorderseite sind auch Druckknöpfe. Das heißt, es sind keine normalen Einfädelknöpfe, weil ich habe danach sonst immer Knoten in den Fingern. Geht ganz einfach, ist wirklich praktisch. Hier oben kann man dann quasi nochmal, wenn man es richtig eng haben will, so den letzten Knopf dann noch zumachen. Oh, das sieht nicht gut aus, also den lasse ich immer auf. Aber wie gesagt, Fit ist echt überragend. Auch vom Material sehr angenehm. Ist jetzt vielleicht nicht mehr die richtige Jahreszeit, um das draußen zu tragen, aber für den Sommertop oder wenn man halt mal irgendwo hin muss, wo man ein bisschen schicker aussehen muss. Dicke Empfehlung, ist auch noch verfügbar. Ich packe euch sowieso von allen Sachen, die noch verfügbar sind, die Links unten in die Beschreibung rein, falls ihr da irgendwas davon haben wollt. Fit-Videos sind sowieso eingeblendet. Ich bin gerade selbst von mir überrascht, wie das alles so wirklich gut läuft. Checkt doch gerne die Jungs auf Instagram ab. Ich habe unten alles verlinkt. Da wird wirklich richtig gute Arbeit gemacht. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Und ja, wir machen weiter. Das nächste Piece ist eher ein bisschen Standard. Und zwar habe ich mir so eine Colossus Jeans von Jade London geholt. Ich habe die nicht direkt bei Jade auf der Seite gekriegt, sondern habe die über Vinted gekauft, also gebraucht. Da spart man zudem nochmal Geld. Also ich glaube, bei Jade London kostet die 110 Euro. Ich habe auf Vinted 70 Euro oder so bezahlt und die war wie neu. Deswegen schaut auf jeden Fall gerne erst bei eBay oder Vinted vorbei, wenn ihr euch so eine Hose kaufen wollt. Generell, wenn ihr euch ein Piece kaufen wollt, ob das irgendwie Secondhand da ist. Bei mir hat das jetzt top gepasst. Der Colorway hier gefällt mir auch am allerbesten von allen. Also dieses verwaschene, bisschen hellere. Ich blende euch jetzt hier mal ein Video ein, wie man die zum Beispiel gut kombinieren kann. Jetzt mit dem Systemic Pullover passt gut Ton in Ton. Was ich sagen muss zum Material, ist eher etwas dünner. Also kann man jetzt nicht mit der Transition Hose vergleichen. Ja, das war's eigentlich. Und ihr wisst, wenn es das Qualitätssiegel von mir gibt, könnt ihr das ohne Bedenken nachkaufen, falls es euch gefällt. Ja. By the way, falls du noch auf der Suche nach einer neuen Hose bist, für den Herbst oder Winter, kommt jetzt am 5.11., das ist nächster Sonntag, also in, wenn du das Video siehst, 8-9 Tagen, auf meiner Website neue Hosen, und zwar Dickies Pants, Card Pants, allgemein Carpenter und Workwear Hosen, alles so in die Richtung, ist von allen Farben was dabei. Genau, was ich vielleicht noch dazu sagen kann, also es ist alles Secondhand, aber schaut euch das am besten selber dann nächste Woche an. Ihr könnt euch auch hier in den Newsletter eintragen oder mir auf Instagram folgen. Checkt das gerne aus, würde mich sehr freuen, wir machen weiter im Video. Ihr seht mich nicht mehr, aber ich bin noch da und wir machen weiter mit einem eher etwas älteren Piece. Es handelt sich hier um den Systemic Pullover aus der Sanctuary Kollektion von letztem Jahr. Ich glaube, August kam die raus oder so. Ich hatte das Teil jetzt schon mehrere Monate im Auge und wollte es mir eigentlich die ganze Zeit kaufen. Jetzt habe ich es mir auf Vinted geholt, weil es gerade in meiner Größe verfügbar war. Ist einfach ein richtig schönes Artwork. Zur Qualität muss ich bei Systemic sowieso nichts sagen. Mir gefallen auch hier die Ziernähte am Ärmel und auf dem Rücken richtig gut. Ist auch sehr cropped geschnitten, genauso wie ich es mag. Und viel mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Schaut euch den Fit an. Ist jetzt schon eins meiner Lieblingspieces geworden. Und ein kleiner Tipp noch von mir. Und ihr wisst, wenn es einen Tipp von mir gibt, Ohren gespitzt zugehört. Probiert euch ruhig mal mit Schnitten aus. Also probiert auch mal was anderes. Nicht immer nur diesen normalen Oversize-Schnitt, wie es 99% der Streetwear-Brands machen. Ich meine, Transvision und Systemic gehen da schon eher in die Richtung, dass die Sachen eher ein bisschen cropped sind. Und auch die anderen ziehen jetzt langsam nach. Aber probiert euch ruhig mal aus. Denn im Endeffekt zählt nicht nur der Print, sondern auch der Schnitt. Für mich ist sogar der Schnitt noch wichtiger als der Print. Deswegen guckt mal, ob ihr da vielleicht was Cooles findet und euch auch ein bisschen außerhalb der Komfortzone bewegt. Ich meine, ihr müsst jetzt nicht so rumlaufen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Als nächstes habe ich ein Piece, was bereits auch auf dem Kanal schon vorgestellt wurde. Und zwar die Sandstorm Denim von Schwass. Vom Fit her echt cool. Auch die Optik gefällt mir mit dem Verwaschenen. Habe ich auch in dem Unboxing mehr dazu gesagt. Schaut euch auch das gern im Anschluss an, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, ihr seht hier den Fit. Ich habe hier eine Größe 32 und trage die eher ein bisschen locker, also den Gürtel immer ein bisschen weiter runterhängen, dass die noch mehr auf den Schuhen steckt. Schlechte Nachricht ist, die wird leider nicht gerestockt, das heißt, die Hose gibt es nicht mehr. Vielleicht bei Vinted noch ein, zwei Sachen, aber
keine Ahnung. Checkt Schwarz auch gerne bei Instagram aus. Auch unten verlinkt, denn es kommt bald in der neuen Winterkollektion eine neue Hose, die in eine ähnliche Richtung geht, nicht 1:1 so. Aber wenn euch das ein bisschen gefällt, wenn ihr ein bisschen was Ausgefalleneres sucht, schaut auf jeden Fall vorbei, lasst ein Sub da. Und seid gespannt. Und wie ihr gerade in dem Video gesehen habt, habe ich das Ding auch gleich passend kombiniert. Und weil ich schlau bin, mache ich gleich zwei in einem und stelle euch noch den Pullover von gerade eben vor. Und zwar ist das ein Carhartt-Sweater. Das ist keine Kapuze, also ist ein Sweater. Hier ist das Ding leider auch ausverkauft, aber schon länger ausverkauft. Ich hatte jetzt wieder Glück, dass ich noch Vinted bekommen habe. Deswegen, falls ihr Vinted noch nicht habt, holt euch das auf jeden Fall, weil man da immer wieder solche Schmuckstücke hier findet. Ich habe jetzt, glaube ich, auch nur 30 Euro für den bezahlt. Neu kosten die 85, 90 Euro. Der Schnitt gefällt mir auch sehr gut. Rundum ein echt cooles Produkt und wertet meinen Kleiderschrank nochmal auf. Habe ich so in der Art noch nicht. Deswegen, jo. Was passiert, wenn sich ein Rucksack mit einer Bauchtasche paart? Na komm, ich gebe dir kurz 1-2 Sekunden zum Nachdenken. Natürlich ein Slingback. Ihr müsst euch das mal überlegen. Ich sitze hier in meinem Zimmer, schreibe dieses Skript und irgendwas in meinem Gehirn passiert, dass sowas dabei rumkommt mit dieser Rucksack- und Bauchtaschengeschichte. Ich weiß wirklich nicht, was da passiert. Ich kann euch die Slingback von Branded, also die ich gerade gezeigt habe, nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Da passt viel rein. Ich habe jetzt für die Uni immer mein iPad noch mit drin. Und mehr braucht man ja eigentlich auch nicht. Die kostet, glaube ich, 35, 40 Euro irgendwas in dem Dreh, wenn ihr die neu holt. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Ist eigentlich ganz praktisch, wenn man nur mal schnell irgendwo hin will und nicht sein ganzes Zeug braucht, schneidet man sich das Ding schnell auf. Sieht cool aus, vor allem mit der Jacke, wie ich es im Fit-Video gezeigt habe. Jo, wenn euch das gefällt, ist auch unten verlinkt. Und wir machen weiter. Und natürlich sind auch im Herbst Accessoires nicht zu vernachlässigen. Ketten, Ringe, Uhren, allgemein irgendeinen Schmuck. Schaut auch gerne bei euren lokalen Flohmärkten vorbei. Da habe ich zum Beispiel mein ganzes Zeug geholt. Ist besser als irgendwie, was weiß ich, vom 500. Instagram-Schmuck-Bre. Holt das Zeug secondhand, ist cooler. Das hat dann irgendwie auch immer noch so eine Geschichte. Ich erzähle euch gleich die Geschichte zu meinen Sachen. Und ihr seht ja auch schön an meinem rechten Ringfinger einen kleinen Iceberg leuchten. Und die Oma, die mir das verkauft hat, hat gedacht, ich kaufe den Schmuck, also die Ringe und dieses Perlenarmband für meine Oma. Und ich habe dann einfach mitgespielt, habe gesagt, ja, ja, das ist für meine Oma, das ist nicht für mich. Sonst hätte die gute Frau wirklich noch einen Kulturschock bekommen. Und wenn ich eine Tochter hätte, die mit so einem Junge ging, wisst ihr, was ich mit der machen würde? Die würde ich halb lahm schlagen, glauben Sie mir das? Das ist doch, sowas ist doch nicht normal. Und viele wissen ja immer noch nicht, dass ich tatsächlich Überleitung studiert habe. Habe ich tatsächlich. Denn bei diesem Piece bekommt der ein oder andere vielleicht auch einen Kulturschock. Wie ich vorhin gesagt habe, ist mir der Schnitt wirklich sehr, sehr wichtig und wird mir auch irgendwie immer wichtiger. Und hier hat wirklich mein Bro Noah von TMC einfach nur gekocht. Also er hat alle Gewürze genommen und hat gekocht. Da stand da wirklich wie der junge Jumbo Schreiner hinterm Herd und hat einfach nur gezaubert. Also wirklich insane. Dickes, dickes Shoutout an der Stelle. Vom Stoff übertrieben nice, fühlt sich richtig gut an, bequem, wenn man es trägt. Ist auch in Österreich produziert und ich wiederhole mich, wenn ich sage, wie geil ich das Teil finde, wie geil ich allgemein seine Arbeit finde. Auch die Sachen, die jetzt kommen. Ich habe da schon 1-2 Sachen angeteased gesehen. Einfach cool. Checkt den aus und unterstützt das gerne, wenn euch sowas gefällt in die Richtung. Der ist leider auch wieder sold out. Weiß ich nicht, ob dann Restock kommt, aber behalte auf jeden Fall die Brand im Auge. Und ich würde sagen, an der Stelle ist es dann für heute auch wieder genug. Ich weiß, jedes Ende ist schwer und besonders das Ende von meinen Videos. Deswegen mache ich es kurz und schmerzlos. Tschüss. Sorry, Bro, ich bin's nochmal. Ich wollte dich nur erinnern, dass du noch abonnierst.